Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in einem neuen Vorgestellt. Und zwar geht es um Smart Factory Tycoon. Das ist die Vorschau Nummer 1 und ich habe das Spiel bekommen. Bedanke mich recht herzlich dafür und wir schauen dann da mal rein, wie das so ist. Ich habe es kurz angetestet, ob das läuft. Da waren Bodentexturen nicht richtig geladen. Mal schauen, ich habe noch mal was geändert. Vielleicht haben wir ja Glück und das funktioniert jetzt. Dann würde ich sagen, nach dem Intro starten wir dann. So, dann schauen wir mal. Wir können hier was aussuchen. Fabrikname. Ja, Astreiter. Ja, machen wir einen E.K. diesmal da raus für einen eingetragenen Kaufmann. Ne? Was haben wir denn hier für Tierchen? Auch da geht es noch ein bisschen weiter. Hier so ein Kredithai. Ne, so ein Wolf ist das oder was das darstellen soll. Aber der sieht ganz cool aus, finde ich. Grün, nee, grün nehmen wir jetzt mal nicht. Wir nehmen jetzt mal vielleicht blau und dann geht's weiter. Ja, Geschwindigkeit kann man im Spiel anpassen. Es geht um im Spiel darum, dass man Produktionsketten aufbaut und ja, müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen, ne? So, wie ihr seht hier, die Bodentextur, die ist hier so lang gestriffen. Das Gebäudename wird verlangt, das machen wir Werk 1, ne? So ganz klassisch deutsch. So, WASD geht. Hier ist die Anlieferung, wie ihr seht. Und das ist unser erstes Gebäude. Leider nicht so toll zum Angucken. Oder leichter aus zu bewegen. Ach so, rechte Maustaste geht auch noch so. So, dann klicken wir mal wahrscheinlich hier weiter. Ja, drücke den Button Konstruktion aus dem Menü links unten. Konstruktion. Baue einen Produktionsraum, da mindestens 4 Kacheln, aber 5x4 wäre ein guter Anfang. Okay, ich glaube, das mit den Pfeiltasten ist besser zu steuern wie mit dem anderen. So, jetzt müssen wir hier 4x5 machen. Dann haben wir das schon. Halt und ziehe. Baue mindestens eine Tür hinzufügen. Tür gibt es hier. Machen wir mal dahin. Haben wir fertig. Wunderbar. Raum ist gebaut. Dann geht es zum nächsten Schritt im Tutorial. Drücke den Button Maschinen aus dem Menü links unten und kaufe die benötigte Maschine für diese Produktion. Lackierstation, Plastik, Plastikinjektionsmaschine. Dann gehen wir dahin. Plastikinjektionsmaschine haben wir hier, die auch wunderbar hier leuchtet. Und dann brauchen wir noch die zweite Maschine. Lackierstation Plastik war das. Die machen wir mal daneben, ne? Beides erreicht. Weiter geht's. Drücke den Button für Konstruktion. Aus dem Menü links unten. Baue einen Roboterarm. Raum. Mindestens 4 Kacheln, aber 4x wäre ein guter Anfang. Mindestens 4 Kacheln. Dann will ich den jetzt mal hier unten hinziehen. Gut, haben wir. Der braucht auch eine Tür. Würde ich auch wieder nach oben machen wollen. Haben wir erledigt. Der Raum ist fertig. Dann geht's weiter. Nächster Schritt. Drücke den Button für Roboterraum aus dem Menü links unten. Kaufe ein Ladegerät und setze es in den Roboterraum. Roboterraum, Ladegerät. Das bauen wir dann mal dahin. Und das nächste ist, nach dem Ladegerät sollen wir noch eine Schmiervorrichtung kaufen. Schmiervorrichtung ist da. Die kommt dann direkt daneben, oder? Wunderbar, haben wir auch. Dann ist der nächste Schritt angesagt. Jetzt ist es an der Zeit, einen Roboter zu kaufen. Drücke den Button für den Robotermarkt im Menü links unten da. Kaufe 2 Roboter, du kannst die Farbe des Roboters bestimmen, wenn du möchtest. Brandon. Okay, die sind schon wohl zu teuer, die Obersten. Wie viel Geld haben wir denn hier? 14,4, aber das liegt nicht daran, dass wir nicht das genug zum Freischalten. Epische Roboter. Muss man erforschen. Okay. Dann haben wir hier Fox und Zoe und Leo und Kate. Ich glaube, wir nehmen schon diese ersten zwei mit den meisten Sternen. Die sind ja dann wahrscheinlich brauchbarer, ne?
Geschwindigkeit, was ist das hier? Arbeitstempo, okay. Bewegungstempo, Arbeitstempo, okay. An der Maschine sind sie also langsam. Ladekapazität und Ölkapazität. Naja, hier könnte man die Farbe auswählen. Nachhaltigkeit minus 5. Ich nehme den aber. Roboter wird geliefert per Bus. Okay, nehmen wir den nächsten. Das war Zoe. Okay, die ist auch durchschnittlich im Endeffekt und Zoe kriegt auch die Einstellung. Roboter wird geliefert per Bus. Du kannst den Fahrer des Roboters bestimmen. Ja, haben wir erledigt. Nächster Schritt 7 von 15. Prüfe den Markt, über den du links. Wähle Ente Pixie oder so ähnlich. Okay, Basis. Sektion haben wir hier ausgewählt. Da gibt es noch eine Mittel, die nicht ist, und Meister und Sonderbestellung gibt es hier. Aber wir sollen ja die Basis haben. Der erste Roboter kommt da gerade rechts reingefahren, oder? Ja, ich weiß aber nicht, wo er da hinfährt. Und das hier ist Ente-Pisi. Plastik in einer Vielzahl von Farben, süßen kleinen Entchen, Schwierigkeitsniveau 1. Das wäre ein guter Anfang für dich. Wähle Ente-Pisi aus den Basissektionen. Okay, ich glaube, ich muss mal hier erst weiterklicken, oder? Drücke den Button Produktion planen, ja. Schau auf die benötigten Maschinen oben links. Lackierstation. Plastikinjektionsmaschine, Lackierstation. Die beiden Sachen habe ich wohl. Die ist gekoppelt und dann muss ich noch den koppeln wahrscheinlich. So, passt. Wähle die zu produzierende Menge. 10 Enten haben wir hier. Wähle die Werte für Haltbarkeit der Rohmaterialien. Wenn du die Rohmaterialien und hohen Haltbarkeitswerte zu mehr XP, aber weniger gewinnen. Wenn du mehr Geld verdienen möchtest, solltest du eine niedrige Haltbarkeit. Das heißt, wir nehmen erstmal eine niedrige Haltbarkeit, weil wir müssen ja erstmal viel Geld verdienen, damit es vorangeht, oder? Weil wir müssen ja noch mehr kaufen, schätze ich mal. Okay, das ist da erledigt. Dann verbinde die Maschinen, klicke auf das Maschinenbild auf dem Plan und verbinde es mit den Maschinen in deiner Fabrik. Jetzt bist du dafür bereit, den Plan auszuführen. Ich glaube, das habe ich schon gemacht, ne? Nächsten Schritt, erzeuge eine Zone im Produktionsraum. Das heißt, jetzt kann ich hier wahrscheinlich ausführen klicken, ne? Erzeuge eine Zone im Produktionsraum. Das ist die Standardeinstellung für eine Zone. Alle Produkte können hier gelagert werden. Produktionsraum. Gibt es da noch eine Möglichkeit? Eine Zone im Gebäude, nicht in anschließend Rechtsklick Exportzone. Ist das jetzt Größe 00? Halt und ziehe mit der Länge aus. Da kommt ein LKW. Mach jetzt mal so. Ich habe aber keine Ahnung, ob das richtig ist, aber ich mach's mal, oder? Halt und ziehe mit der linken Maustaste, um eine neue Zone anzuhören. Kann nicht platziert werden. Alle Gebäudetüren, Eingänge, Ausgänge, Untergarten und Maschinen. Hä? Was will der mir sagen? Zonen. Exportzone. Erzeuge eine Zone im Gebäude, nicht in den Räumen. Anschließend rechtsklicken und Exportzone wählen. Aha, habe ich gemacht. Diese Art von Zone erlaubt nur fertige Produkte. Sie können nützlich sein, wenn sie nah an den Eingang der Gebäude platziert werden. Ja, habe ich ja, das ist ja gut. Weiter geht's. 14 Wände zeigen verbergen. Okay, wo ist das da unten? Okay, da kann man die Wände hoch und runter machen. Das ist alles prima. Ich glaube, die Exportzone steht schon. Auch gut. Die erste Ente ist auch schon drinne. Noch besser. Pflanze Bäume in einen Gärten und nachhaltige Fabrik zu sein. Zweimal Baum. Eins. Baum. Eins bauen wir dann. Zack. Und zack haben wir. Maschinenlade und Schmierbau, Roboter verringern deine Nachhaltigkeit. Okay. Drücke WSD oder halte um. Ah, wir sind schon durch. Okay, beende das Tutorial. Wunderbar. Genau, das Wortzeichen für das weitere Hilfe. Okay, passt. Freue nicht mehr. So, unser Roboter läuft jetzt.
Wir kriegen hier so Entchen gebaut. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier unten kann man auf jeden Fall wohl schneller machen, oder? Bis zu 10 Mal hat nicht. Oh, wir haben schon. Achso, nee, ich dachte, wir hätten Minus, aber wir haben noch 6000. Ja, dann lass mal die Sachen da produzieren. Wie weit kann man reinzoomen? Ah, ist ein bisschen. Ah ja, die wurde gerade gespritzt, die Ente, ne? Oder? Was war das linke? War die Lackiererei, ne? Und rechts ist das Kunststoff, was da reingelegt worden ist. Und jetzt wird das gleich produziert. Wo sind die Roboter? Achso, die sind gerade an der Reparatur oder sowas. Ich glaube, wir machen mal ein bisschen langsamer. Okay, wir haben 45% fertig. Die sind ja nur hier am Aufladen und am Ölen, oder was? Okay. Der holt neues Material, oder was? Ne, hier rechts ist die Lackiererei. Da ist hier so ein Kasten drumherum, genau. Und hier links ist die Spritzgussmaschine wahrscheinlich, ne? Kann man aber nichts anklicken, ne? Nö. Rechtsklicken? Doch, Rechtsklick. Lackierstation geht da, okay. Maschinenupgrade zum Freischalten. Maschinenupgrade erforschen. Okay, ich muss irgendwo die Forschung finden dann. Forschung und Entwicklung. Fabriklevelpunkte. Dein Fabriklevel ist ein Maß für deine Erfahrung beim Betreiben einer Fabrik. Je höher dein Fabriklevel, desto mehr Fähigkeiten und Vorteile kannst du freischalten. Ja, ich kann es also wahrscheinlich noch nicht machen, schätze ich mal, ne? Das ermöglicht den Transport mit Maschinen-Upgrade. Das erlaubt die Maschinen. Kann ich das anklicken? Nee, geht nicht. Okay, da fehlt's wohl noch. Da müssen wir wahrscheinlich erst noch was liefern und so, um da die Punkte zu kriegen, oder? Fabriklevel, hier steht er ja. Nachhaltigkeit ist minus 24, Respekt. Man weiß nicht, ob die Nachhaltigkeit dann eine Rolle spielt mit Kaufen, ne, und Verkaufen Sachen. Also vielleicht, wenn die schlechte Nachhaltigkeit haben, dann will deine Sachen keiner haben. Okay, was haben wir hier oben? Ist das eine Farbrolle? Wände. Ah, da kann ich mir mein Dingens anmalen, mein Haus. Blau. Ah, ist wohl schon passend. Kann ich nicht ändern. 90%, die Entchen sind gleich fertig. 8 von 10, 2 müssen noch hin. Der holt nochmal Kunststoff daraus, weil das wahrscheinlich dann eben mit dem LKW angeliefert worden ist. Die Ente wurde gerade lackiert. Wird ins Lager gebracht, vorletzte, und die letzte kommt da jetzt auch rein. Hä? Jetzt war es falsch verstanden, das war doch die Lackierstation, ne? Die Ente ist da jetzt aber schon da, naja. Aktuelle Aufgabe. Na dann. So, was war das jetzt? Eine Platzierung 24 Punkte für die Lieferung bereit, Ente Pick 10. Muss ich jetzt hier irgendwas... Ah, der... Button, Lieferung ist hier angesagt. Der war grün am Blinken, ne? NTPC, jetzt kommt der LKW. Jetzt müssen wir verladen wahrscheinlich, oder? Wo ist denn der jetzt hingefahren? So, jetzt wird der LKW beladen, genau. Das Profitgeschäft ist dann 1999, oder Profit wird es nicht sein, sondern müssen wir wahrscheinlich noch die Kosten vorher draufschmeißen, die wir da hatten. Für Einkauf des Kunststoffs oder so. Mal gucken. So, was machen wir als nächstes? Meilensteine. Wände zeigen, verbergen. Ne, brauchen wir nicht. Bearbeiten, abreißen. Ne. Konstruktion. Produktionsraum, ne. Zonen, was war denn die zweite Zone hier? Was ist denn das für ein Jingle gewesen? Abgelieferte Punkte, Enter Pick 10, Verdienstgeld 1990, Verdienst XP 50. Dann, ah, jetzt haben wir XP gekriegt. Wo ist denn das jetzt mit dem Research? Da. Kann ich da jetzt was ändern? Nee, da muss ich noch das haben. Nee, da ändert sich noch nichts. Okay, was machen die ganze Zeit da? Wir produzieren nichts, aber die... So, die Ente ist immer noch aktuell, ne? Produktion planen. Ich muss ja immer noch das machen, oder? 10 ausführen. Kann ich da auch mehr machen? Ich kann auch 15 machen.
Die sind ja noch die verbundene Arbeitsstation, denke ich mal, oder? So, jetzt kommt der LKW mit der Lieferung hier. Jetzt sehe ich bestimmt gleich, was das kostet, wenn der da kommt. Da ist er. Setzt da ran und 2985 kriege ich jetzt dafür, wenn der fertig werden. Okay, die sind dann jetzt mal am Rackern. Jetzt muss ich aber überlegen. Warte mal, hier hatten noch irgendwo dann Meilensteine. Oh, das dauert aber 100 Produkte liefern. Okay, erreiche Tag 100, das schaffe ich wahrscheinlich eher. Wo war denn jetzt hier Garten, Zonen, Konstruktion, Produktionsraum, Roboterraum? Vielleicht sollte ich mehr Roboter kaufen. Konstruktion, nee, das brauche ich nicht. Wo waren denn diese Aufträge jetzt? Wirtschaftlichkeit, Statistiken, nee. Meilensteine, nee. Maschinen, okay, ich glaube aber, ich kann alle Maschinen kaufen, oder? Holzdrehbank, ja, sieht so aus. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier hin und gucken mal. Basis sind wir hier. Was ist das denn hier? Eine Trommelset. Da brauchen wir Plastiklack. Ah, eine Montagestation muss man. Lackierstation, Plastik und Plastikinjektionsmaschine haben wir. Wir brauchen nur eine Montagestation dazu kaufen. Montagestation. Habe ich doch gerade hier gehabt, da oben. Und die setze ich jetzt einfach dahin, oder? Ich hoffe, das habe ich so richtig gemacht, aber ich denke schon. So, und dann müssten wir jetzt hier diese Trommel nehmen und die Produktion planen, ne? Oh, das sieht aber schon komplizierter aus, ne? Plastikinjektionsmaschine, das war die. Lackierstation ist die. Nochmal so eine. Ich hoffe, das geht so, ne? Ach, das sind zweiteilig dann, ne? Die Trommel. Und hier muss jetzt die Montagestation hinwetten. Und dann ist das schon fertig. Wir bauen mal nur fünf davon. Okay, fünf geht nicht. Da gibt es nicht ausführen. 14 ist die Nachfrage. Da muss ich dann 14 bauen. Nee, ich kann irgendwie nicht ausführen. Was ist denn hier? Plastikfarbe? Rohplastik? Rohplastik. Woran fehlt es denn? Durfte ich nicht an den gleichen Maschinen das machen? Ach, hier fehlt's. Okay, dann mache ich aber nur 10 und sag mal ausführen, weil hier sind 14 die Nachfrage. Ah, hier sieht man auch Ausgaben 960, bezahlen 3100, Profit 2140. Lassen wir es mal so machen, oder? Kann man auch zwei nebeneinander machen, wie man sieht. Wir sollten aber definitiv einen Roboter mehr einstellen oder auch zwei dann. Jetzt kommt nämlich der LKW. Na, die Bringer sind die jetzt hier nicht mehr, ne? Kate ist ein bisschen besser wie Leo. Ölkapazität, ist das wichtig? Paul. Aber ich denke mal, Ladekapazität, okay. Dann ist Kate wahrscheinlich ständig nur an der Ölschmierstation, ne? Kann das sein? Gibt es da unten noch mehr? Oh, da gibt es noch zwei bessere. Logan und Nicole. Was war das jetzt? Ist ein Tag rum oder sowas? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, wir nehmen Nicole dazu. Die kostet uns 3000. Aber müssen wir machen. Da haben wir nur noch 1900. Aber irgendwie muss es ja klappen. Produzieren die jetzt das passend? Die Entchen sind schon fast fertig. Projekt zu
Ach, das wird zuerst wird das gemacht und dann wird das gemacht. Alles klar, das ist eine Warteschlange sozusagen. Top-Priorität ist das nicht. Ah, da ist jetzt die dritte Person gekommen, oder wie sehe ich das? Also Person, der dritte Roboter. Aber die machen alle die Entchen, ne? Kann das sein? Ich weiß nur nicht, ach so, das Material holten die da draußen, oder wie war das? Entchen werden immer noch gemacht. 70%. 73. Okay. Nochmal. Ich möchte jetzt den ersten Trommelwirbel hier sehen. Nochmal Entchen. 80. Das Trommelset. Zweifarbig. So, wie geht das? Wir sind auf Stufe 3. Naja, dann lassen wir mal Stufe 3 sein, oder? Da ist jetzt so ein Endchen. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ach, ich habe 15 gemacht. Dann dauert es noch einen Moment, ne? Dann dauert es noch einen Moment. Zwei Roboter, einer an der Ladestation, einer am Dingens. Wir haben noch 1915 Geld, also das geht noch. Wir sind es, 12 Enten sind es jetzt. %, haben wir. Also der Roboter ist jetzt reingefahren und hat da was reingelegt. Jetzt kommt der zweite, hat auch wieder was geholt und macht die Ente fertig. Bringt die jetzt weg. Ist jetzt Ente 13 oder was? Ja. Okay, die sind also laden und ölen ist am meisten, ne? Obwohl der dritte Roboter nicht schlecht war, weil einer ist ja jetzt schon wieder an der Ladestation die ganze Zeit. Jetzt geht er vom Laden zum Ölen rüber. Ja, die sind jetzt nicht so der Bringer, die Roboter, die drei. Aber naja. Ich glaube, da wurde jetzt gerade was anderes gemacht. Kann das sein? Oder täuschte das? Nee, da wird jetzt was anderes gemacht, glaube. Ja, da wird das erste Extra-Teil gemacht. Aber wo ist die 15. Ente, ne? Da, okay. So, die Ente ist fertig. Das heißt, wir können die abholen lassen. Wird auch Zeit, weil wir wahrscheinlich gleich was hier. Oh, kann ich nicht sehen. Keine Ahnung, was das da gerade stand. So, die Lieferung wird schon mal abgeholt, die Enten. Das ist gut, dann verdienen wir nämlich das Geld. Dann sind wir mit den 600 Frustmarker bezahlt. 1200 geht noch so. Was steht hier jetzt? Vor deinem Hauptlager warten, wenn du nicht genügend Ladestationen. Ah, okay, alles klar. Irgendwer kann da jetzt nicht an die Schmierstation oder was? Hauptlager muss das hier oben dann sein, ne? Naja, aber die Enten kommen da jetzt schon mal rein. Dauert aber ewig. Na, wird schon werden. Und dann sind wir mit den Trommeln dran. Sehr spannend, oder? So, noch vier Enten, ne, fünf Enten. Jetzt sind wir dann drei. Einer ist schon wieder am Laden von den Robotern. Haben wir denn irgendwo punktemäßig was? Ja, Nachhaltigkeit ist schlecht, ist klar. Fabriklevel ist auch noch nichts gestiegen. Jetzt haben wir das Geld gekriegt. Jetzt haben wir ein paar Mark mehr. Ach, hier unten ist noch ein Fortschrittsbalken. 125 von 200. Na, da kriegen wir irgendwann Level up wahrscheinlich. Gut, jetzt wird halt das zweite gemacht. Die Trommel. Das Trommelset. Da machen wir ja 10 von. Das ist 20% schon fertig. Aber liegt noch kein einziges im Lager, oder sieht man das noch nicht? Oder kommen die woanders hin? Hä? Jetzt sind es schon 22%? Kommt das hier nicht zum Export?
Habe ich was falsch verstanden? Da ist doch nichts, ne, oder? Liegt da was? Nein. Oh, Vogelgezwitscher. Kontraktor sind das. Roboter sind das. Plastikfarbe. Rohplastik. Plastikfarbe. Unbemalt Stück. Ach, die bringen die Stöcke dahin und wieder raus und so. Ah, jetzt verstehe ich. Alles klar, halbfertige Produkte kommen dahin. Und wenn sie dann hier, ja, jetzt wird er das vielleicht fertig machen. Und jetzt ist das Teil, der ist fertig, jetzt kommt das ins Lager. Kann das sein? Ja, so sieht's aus. Alles klar. Ha, das ist ja auch ein bisschen doof, weil das so weit weg ist dann, ne? Wäre die Schmierstation vielleicht besser links gewesen und das Arbeitsraum rechts. Naja. Gut, aber wird schon werden. Aber wir können ja hier nochmal reingucken. 2, 2 und was ist das? Ach, das ist noch eine unlackierte Trommel, die auch noch da ist. Irgendwie ist das gerade doof, weil können die nicht sofort lackieren? Ach, weil das zwei Dingen sind. Dann würde es ja Sinn machen, noch einen Lackiertisch zu holen oder sowas. Was haben wir? 3700. Plastik, jetzt ist mal Lackierstation, Plastik. Vielleicht können die das dann sofort da reinlegen, so nur so. Jetzt ist wieder einer nicht geölt. Dann, wie viel haben wir noch? 3200. Was kostet denn jetzt auch eine zweite Injektionsmaschine? Minus 5, Strom 10, Spritz, Schmolz und Plastik. Ich habe aber keinen Preis hier dran. Ach, da oben, 800. Ach, da können wir uns noch leisten. Wie rotieren wir denn mit R? Ja. Ich glaube, ich stelle sie dann so hin. Dann passt das erstmal, oder? Können die jetzt denn da... Da ist ja jetzt eine Trommel drin, ne? Die ist auch schon lackiert. 566. 52% sind fertig, das heißt, es müssen ja alles halbfertige Produkte hier drin sein. 4, 1 und 5. Ah, könnte wohl sein, ne? Eine Trommel ist jetzt, ne, zwei sind schon fertig. Speichert, okay. Da wird eine Trommel gebastelt, da wird auch eine Trommel gebastelt. Der bringt die immer weg, der kann die doch hier sofort reinlegen, oder sehe ich das falsch? Ist auch ein bisschen doof. Hier ist die Trommel drin und die Stöcke. Die fahren mir ein bisschen viel hin und her, ne? So effektive Arbeiten haben die noch nichts von gehört. Das ist ja schwierig, die Stöcke da reinzumachen in die Trommel. Naja, aber drei sind fertig. Gut, aber ich würde sagen, wir haben einen Einblick von dem Spiel gekriegt. Ich denke, wir machen bestimmt noch diesen Auftrag in der nächsten Folge zu Ende und gucken, ob wir noch ein bisschen expandieren können. Vielleicht sehen wir ja irgendwas mit den Forschungspunkten oder sowas hinkriegen. Machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.